Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Heute geht es mal um Gurken. Wir haben hier 5 Gurkentuppen mit einem Volumen von 45 Liter. Also hier sind so eine Mörtelwanne. Da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das eignet sich sehr gut zum Beispiel für den Anbau auf dem Balkon oder auf der Terrasse, weil die eben halt schon klein sind. So, und der Vorteil ist, wir haben ja einen recht großen Garten, aber bauen das trotzdem in diesen Tuppen an. Und der Vorteil daran ist dieser, dass die Schnecken nicht ganz so doll reingehen und man eben halt auch eine sehr gute Erde dort reinmachen kann und man eben halt sehr gute Gurken, einen sehr guten Gurkenertrag hat. Wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man hier unten gleich 3 schöne kleine Gurken. Und diese werden natürlich auch alle abgemacht heute noch, um halt neue Gurken wieder zu bekommen, weil man muss immer die alten Gurken, die großen Gurken abmachen, damit wieder neue nachkommen. Weil sonst, wenn die Pflanze weiß, die hat genug Gurken, dann treibt sie keine neuen aus. Deswegen nehmen wir die jetzt gleich mal ab. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ertrag hier. Wenn man hier auch wieder reinguckt, hier haben wir eine sehr große Gurke zum Beispiel mal. Und hier mal noch eine kleine wieder. Und das ist, wie gesagt, sehr gut geeignet für den Anbau auf Balkons zum Beispiel. Hier haben wir jetzt auch wieder schöne Gurken. Hier auch eine kleine. So Einlegegurken kann man die benutzen. Hier oben haben wir auch schon wieder eine. So, und das ist wieder, wie gesagt, sehr gut für Terrassen und Balkons geeignet, weil man dort eben halt wirklich auf engen Raum viele Pflanzen anbauen kann. Wir haben hier in einer so einer 45 Liter Mörtelwanne haben wir 6 Pflanzen drin. Dann haben wir hier einen Gartenzaun. Ihr kennt ja vielleicht diesen Gartenzaun, der auf dieser Rolle drauf ist. Da haben wir den stabileren Gartenzaun zu so einer Kringel zusammengerollt. Und da ranken jetzt diese Gurkenpflanzen sehr gut dran hoch. Und wie man im Tab auch sehen kann, ranken diese Pflanzen auch hier auf der Betonplatte umher. Aber das lassen wir auch. Und wie man sehen kann, wachsen dort auch schöne Gurken dran. Ja, diese 45 Liter Kübel befüllen wir mit guter Komposterde. Aber wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, diese mit Komposterde zu befüllen, kann man dafür auch aus dem Gartencenter sich so eine Blumenerdesäcke nehmen. Die funktionieren genauso gut. Aber weil wir eben halt gute Komposterde haben, nehmen wir immer die Komposterde. Und wie man sieht, wachsen die eben halt wie Hulle, die Gurken. Und ja, wie gesagt, 5 Gurkenkübel haben wir hier. Und wir sind eigentlich so, wir bauen wirklich alles, wenn es möglich ist, an in Kübeln. Wir haben Stangenbohnen in Kübeln. Wir haben Kartoffeln in Eimern angebaut. Wenn ihr euch für dieses Video interessiert, dann verlinke ich euch das mal oben in der Infobox. Und wir haben auch Erdbeeren, auch in so einen Tuppen. Und falls euch das interessiert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann gibt es dazu auch mal ein Video, wenn ihr sowas sehen wollt. Und jetzt zeigen wir euch dann gleich nochmal im Anschluss nochmal die Ernte von den ganzen 5 Gurkenkübeln. Damit ihr auch mal sehen könnt, wie das so in etwa aussehen kann. Was man da so erwarten kann von so einem Erntedurchgang ist das ja. Man kann ja mehrmals ernten. Indem man jetzt wieder die großen Gurken erntet, kommen ja wieder die kleineren Gurken nach. Wie man hier sehen kann, hier haben wir wieder eine kleine Gurke und da werden wir sicherlich dieses Jahr noch ein paar Gurken ernten. Und wir machen das auch dann so, dass wir die Gurken dann zum Ende des Jahres dran lassen. Dann werden das so eine Gurken, das sind ja eigentlich nur Einlegegurken, aber das werden dann so eine großen Gurken. Das sind ja keine Schlangengurken, das wären wirklich nur Einlegegurken. Die sind nicht nur so klein. Aber wenn man die lange dran lässt, dann werden das so eine schönen langen Gurken. Und die werden auch so dick. Und die eignen sich richtig gut für Schmorgurken. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut das schmeckt. Und die Samen, die man dann rausnimmt beim Schmorgurken machen, weil die ja nicht mit in die Suppe rein sollen, in die Schmorgurke, die benutzen wir dann für nächstes Jahr wieder zum Aussehen. Und das machen wir jetzt eigentlich schon einige Jahre. Wir kaufen uns gar nicht mehr den Samen, sondern reproduzieren unseren Samen und pflanzen somit wieder unseren eigenen Samen dann wieder aus. Gut, das soll es erstmal mit diesem Video gewesen sein. Wenn euch das gefällt
und ihr vielleicht noch mehr Pflanzvideos oder so eine Kübelvideos sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal unten in Kommentare rein. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo. Dies könnt ihr unten in der Abo-Box machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.